Wer in Zahnlücken Implantate einsetzen lässt, muss den Zahnersatz mindestens genauso pflegen wie die natürlichen Zähne. Doch auch bei guter Mundhygiene können Bakterien dem Kiefer zusetzen und die Stabilität der Implantate gefährden. Zurzeit können Zahnärzte wie Markus Altenburger Patienten mit Bakterienfilmen auf den Implantathälsen kaum helfen. Das Problem ist bisher, dass wir hierzu unzureichende Möglichkeiten haben. Ich kann das abbürsten, ich kann das abschleifen, ich kann es auch versuchen abzustrahlen mit speziellen Strahlmitteln. Das Problem ist, die Effektivität ist leider im Moment bisher noch sehr beschränkt. Abhilfe kann eine neue Desinfektionsmethode mittels Plasma bringen. Michael Bergmann entwickelt an der Uni Freiburg ein System zur Erzeugung einer energiereichen Substanz, die Bakterienfilme auf Zähnen und Implantaten neutralisieren kann. Plasma kennen wir beispielsweise aus Leuchtstoffröhren, um Licht zu erzeugen. Das heißt, wir haben hier zwei Elektroden vorliegen, ein Gas. An diese Elektroden legen wir ein elektrisches Feld an und können dieses Gas in den Plasmazustand überführen. Auch wenn es im Labor nicht danach aussieht, das neu entwickelte Plasma hat normale Körpertemperatur. Es greift die Zellen der Mundschleimhaut nicht an und macht trotzdem die Bakterien in den Zahnbelägen unschädlich, wie Testreihen bestätigen. Auf einem Nährmedium werden Bakterien ausgesät und an bestimmten Stellen werden dann Plasmabehandlungen durchgeführt. Und dann kann man sehen, dass sich dort, wo die Plasmabehandlung stattgefunden hat, dass sich hier ein Hemmhof ergibt. Das heißt, dass hier keine Bakterien mehr vorliegen. Die komplette Gerätschaft für das Plasma wird an der Freiburger Uni mittels 3D-Druck in mehreren Phasen gefertigt. Hier etwa entstehen die Mundstücke. In dieser Apparatur werden sie für die Anwendung in der Praxis gereinigt. Der Geräteaufbau ist relativ einfach. Wir haben zum einen mal ein Handstück und auf dieses Handstück setzen wir einen Applikator auf und mit diesem Applikator sind wir dann in der Lage, das Implantat zu desinfizieren. Im Mund wird das Implantat zunächst chirurgisch freigelegt. Dann wird ein Metallstift oder eine Gegenelektrode eingesetzt, womit das Plasma zum Implantat geleitet werden kann. Sie kennen Überlandleitungen, Stromleitungen. Wir haben hier sehr, sehr hohe Spannungen vorliegen und dennoch können sich Vögel auf diese Leitungen setzen. Genau das gleiche Prinzip wenden wir hier auch an. Das heißt, wir haben hier keinen Kontakt zur Erde und dadurch kann der Patient keinen Stromschlag bekommen. Wir zünden das Plasma auf dem Implantat und man sieht einen kleinen Lichtbogen auf dem Implantat und dieser tötet die Bakterien ab. Und man sieht sehr schön, dass der Lichtbogen nur auf das Implantat zeigt und nicht auf die umliegenden Gewebe. Und damit können wir gleichzeitig, und das ist das Wichtige, damit es zu keiner Reinfektion kommt, zu keiner Wiederbesiedlung mit Bakterien, diese freien Implantatoberflächen, die sonst wieder zu Problemen führen würden, eben beschichten, dass sich keine neuen Bakterien darauf ablagern. Das Verfahren ist inzwischen so weit entwickelt, dass es bis zum Einsatz an Patienten nicht mehr weit ist. Wir müssen noch die Ethikkommission davon überzeugen, dass unser Gerät sicher ist und dass der Nutzen groß genug ist. Und wir denken, dass wir Anfang nächsten Jahres die ersten Versuche bei Patienten durchführen können. Das kalte Plasma für den Mundbereich gilt als wegweisend für schonendere und gleichzeitig effektivere Behandlungsmethoden in der Zahnmedizin.